Hi Leute, heute zeige ich euch das Programm OpenShot. Das gibt es auch in der Paketverwaltung zum Runterladen. Wie ihr seht, habe ich jetzt OpenShot offen. Also hier gibt es die Spuren. Man kann auch mehrere Spuren, indem man hier auf dieses Plus hier geht. Da kann man mehrere oder wieder welche entfernen. Dann könnt ihr die Dateien hier hinzufügen, indem ihr das hier reinzieht oder hier auf den Plus geht und das dann auswählt. Und dann könnt ihr hier Effekte, Übergänge. Das ist eigentlich wirklich ganz tolles Programm. Und es ist eigentlich wirklich ganz einfach zu bedienen. Und dann nehme ich jetzt als Beispiel mal ein Video, das ich jetzt bearbeite mit OpenShot. Dann nehme ich erstmal dieses Intro, mein Intro. Dann nehme ich das Video und ziehe es dann hier rüber. So. So. Dann kann man das hier oben schnell sehen. Dann kann man Effekte hinzufügen. Zum Beispiel wie ein Schwarz, so einen alten Film. Könnte man Schwarz-Weiß nehmen. Dann sieht es so aus. Das sieht dann so aus. Dann könnt ihr noch eine, dann nimm mal ein Outro. Das fügen mal hier an. Dann kann man dieses Video so sehen. War ein bisschen zu laut. Dann kommt das. Und dann, wenn man hier, dann kommt das Outro. Und das war's für heute. Also, ciao.